momento prego, la chiamano per una kollektiva. Bleiben Sie bitte am Apparat, Sie werden für ein Konferenzgespräch verlangt. Un instant, s'il vous plaît, on vous demande pour une conversation conférence. Un moment. Pronto? Ciao, Poppy! Hallo, jetzt übergebe ich an Chiara. Ihr Lieben, wir müssen einmal um die Erde. Das dauert etwas, denn die ist ganz schön groß. Es ist eine Telefonkonferenz, bei der ich einen geistlichen Impuls gebe, den wir dann alle gemeinsam leben. Es gibt Beiträge aus der ganzen Welt. Hallo, wie geht's euch? Wie in einer lebendigen Familie. Das ursprüngliche Ziel war bekanntlich, uns auf eine heilige Reise zu begeben, auf den Weg zur Heiligkeit. Länder und Regionen der Welt, die von Krieg, Konflikten, Terrorismus und Gewalt betroffen sind, insbesondere in Europa, Ukraine, Bergkarabach, Armenien, in Afrika, Burkina Faso, Westkamerun, Demokratische Republik Kongo, Äthiopien, Libyen, Mali, Nordmosambik, Nigeria, Zentralafrikanische Republik, Casamance, Senegal, Somalia, Sudan, Südsudan, in Mittel- und Südamerika, Mexiko, Nicaragua, El Salvador, Haiti, Kolumbien, in Asien, Afghanistan, Irak, Nord- und Südkorea, Libanon, Myanmar, Syrien, Jemen, heiliges Land. Weihnachten mit den Leidenden. Die Wärme der Weihnacht lädt heute dazu ein, uns stärker als Familie zu fühlen, tiefer miteinander verbunden, als Schwestern und Brüder alles miteinander zu teilen, Freude und Leid. Ihr Leid möchten wir vor allem mit denen teilen, die an diesem Weihnachtsfest aus ganz unterschiedlichen Gründen dem Leid ins Auge sehen. Das Leid. Manchmal überwältigt es uns gänzlich. Oder es berührt uns nur kurz und gibt dem Schönen an unseren Tagen einen bitteren Beigeschmack. Das Leid. Das kann eine Krankheit sein, ein Unglück, eine innere Prüfung, eine schmerzliche Situation. Das Leid. Wenn wir es aus menschlicher Sicht betrachten, sind wir versucht, die Ursache entweder in uns oder außerhalb zu suchen, etwa in der Bosheit der Menschen, in den Naturgewalten oder sonst wo. Das mag zwar alles zutreffen, doch wenn wir nur so denken, vergessen wir etwas Wesentliches. Dass nämlich hinter dem, was unser Leben ausmacht, Gott ist, der uns liebt. Gott, der alles möchte oder zulässt, aus einem tieferen Beweggrund, zu unserem Besten. Als Jesus uns einlud, unser Kreuz auf uns zu nehmen und ihm nachzufolgen, hob er dann nicht hervor: Wer sein Leben um meinetwillen verliert, und das ist das Höchstmaß des Leidens, wird es gewinnen.
Der Schmerz enthält also die Hoffnung auf Heil. Was können wir heute all denen sagen, die Leid zu tragen haben? Nähern wir uns ihnen mit größter Achtung, auch wenn sie es vielleicht noch nicht so sehen, ist Gott ihnen jetzt sehr nahe. Leiden wir dann, soweit irgend möglich, mit ihnen an ihrem Kreuz, indem wir gemeinsam Jesus unter uns Raum geben, und zwar spürbar. Versichern wir ihnen, immer wieder an sie zu denken. Beten wir um die Kraft, alles, was sie bedrückt und leiden lässt, anzunehmen, direkt aus Gottes Hand, um im Einklang mit dem Leiden Jesu größte Fruchtbarkeit zu schaffen. Und erinnern wir sie an die wundervolle christliche Entdeckung aus unserer Spiritualität, wodurch sich ein Schmerz in Freude umwandeln kann, wenn wir darin den gekreuzigten und verlassenen Jesus wiedererkennen und lieben. So werde es also Weihnachten, indem wir das Leid mit den meistgeprüften Brüdern und Schwestern teilen und unser eigenes Leid zum Kind in der Krippe bringen. Ja, das ist schon sehr, sehr heftig. Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten, dem Fest der Freude, der Wärme und des Zusammenseins schlechthin. Dieses Collegamento mit solchen Bildern zu eröffnen und diese lange Liste zu hören von Ländern, in denen so viele Spannungen oder auch wirklich Kriege herrschen, ist schon sehr erschütternd. In diesem Kontext, Weihnachten zu feiern, scheint fast unmöglich zu sein. Und doch unterstreichen die Worte von Chiara Lubick, die Christina De Carolis in diesem Video meisterhaft vorgetragen hat, dass nichts verloren ist und dass gerade in solchem Leid paradoxerweise eine Hoffnung verborgen liegt, die es noch zu entdecken gilt. Diese Worte wollen uns sagen, dass alles möglich ist. Denn das Gute existiert. Und obwohl es kaum hörbar ist, ist es doch da. Und genau das möchten wir heute thematisieren, und zwar aus dem Blickwinkel des Dialogs gesehen, der, wenn er authentisch ist, Wunder wirken kann. Als man mich bat, das heutige Collegamento zu moderieren, habe ich mich gerade deshalb dafür entschieden. Ich heiße Paolo Baluzzi und bin Journalist, und gerade durch meine Arbeit stoße ich oft auf schwierige Situationen und lerne Menschen kennen, die trotz großem Leid nicht aufhören, an das Gemeinwohl und an das Wohlergehen aller zu denken und sich dafür einzusetzen. Und zwar durch diesen Dialog aller Verschiedenheit zum Trotz. Und auch durch dieses Collegamento weiterhin über diesen Dialog zu berichten, gefällt mir. Zudem seid ihr alle, die ihr heute in diesem Saal versammelt seid und die ich herzlich begrüße, wie auch ihr alle, die ihr über Streaming aus den 5 Kontinenten mit uns verbunden seid, als Erste ein Zeugnis dafür, dass ein solcher Dialog möglich ist. In dieser Gewissheit gehen wir weiter mit unserer heutigen Sendung. Wie bereits gesagt, ist in wenigen Tagen Weihnachten und unsere Gedanken gehen nach Bethlehem ins Heilige Land. Wir konnten nicht anders, als unsere erste Geschichte diesem Land zu widmen.
Nes-Amim bedeutet auf Hebräisch Wunder der Völker. Es ist ein besonderer Ort im nördlichen Galiläa, geschaffen, um den Dialog und das Verhältnis zwischen Christen, Juden und Muslimen zu verbessern. Versuchen wir uns in die Lage derer zu versetzen, die in diesem Land leben, wo seit mehr als 70 Jahren dauernd Spannungen herrschen, Tragödien, Ungerechtigkeit und Schmerz, der manchmal nicht in Worte zu fassen ist. Doch, wie wir sehen werden, gibt es dort nicht nur das. Seit Jahren ist hier die Focolare-Bewegung aktiv, um zusammen mit anderen diesen Dialog zu fördern. Sie organisierte vom 16. bis 18. September in Nes-Amim die Veranstaltung Mutig kümmern für eine bessere Zukunft. Bei dieser Veranstaltung im Heiligen Land war Tamara Pastorelli für uns dabei. Die Idee, ein zweitägiges Treffen zu organisieren, ist folgendermaßen entstanden. Wir hatten den Wunsch, einen Raum, einen Ort zu schaffen, wo Menschen verschiedener ethnischer Gruppen und Religionen, auch Nichtgläubige, sich begegnen können, um einander besser kennenzulernen. Wir haben gerade die Corona-Pandemie hinter uns mit dem ganzen Druck durch die erzwungene Sozialdistanz. Durch die räumliche Trennung wurde unsere Fähigkeit beeinträchtigt, mit anderen zusammen zu sein. Beziehungspflege mit anderen ist eine Fähigkeit, eine Kompetenz und bedarf der Übung. Wie bei der Sprache, wenn wir sie nicht benutzen, verlernen wir sie. Ich finde das Wort mutig im Titel sehr gut. Es deutet darauf hin, dass es Mut braucht, sich um andere zu kümmern. Das ist für mich auch ein Maßstab dafür, wie stark eine Gesellschaft ihren Mitgliedern ermöglicht, sich zu entfalten und zu besseren Menschen zu werden. How can I be taking care of? Wie kann ich mich nur um diejenigen kümmern, die weit weg sind, ohne auch meine unmittelbaren Nachbarn zu beachten? Das ist mir sehr wichtig. Wir können nicht über den Frieden sprechen, ohne einander zu kennen. Gerade in unserem Land ist es wichtig, voneinander zu wissen, von der Kultur und Religion der anderen. Denn das hilft uns, die Hindernisse zu überwinden. Each other make all the barriers crumble down. Ich denke, es ist ein Geschenk Gottes, dass ich hier sein darf. Durch meine Teilnahme habe ich gesehen, dass Menschen aus anderen Kulturen, so wie ich, das gleiche Ziel haben. Nur der Weg dazu ist unterschiedlich. Wir sind hier, um unsere Energien und Erfahrungen zusammenzutragen und so den Weg abzukürzen, der zum gemeinsamen Ziel führt. Für mich ist dies eine Brücke der Hoffnung. Ich kann dadurch Menschen kennenlernen, die anders sind als ich und so zur Veränderung der Welt beitragen, zu einem besseren Ort für meine Kinder. Das Schöne an diesen Treffen ist, dass wir nicht miteinander in Dialog kommen, um festzustellen, wer Recht hat und wer nicht. Wir versuchen vielmehr zu betonen, was wir Gemeinsames haben. Wir wollen auf die Liebe setzen, die wir in uns tragen, und lernen, die anderen zu akzeptieren. Jeder schöpft dabei aus seinem Glauben und aus seiner Weltanschauung. Wie
Es war etwas ganz Besonderes, für ein paar Tage zusammenzukommen. Araber, Juden, Muslime und Christen. Miteinander zu essen, einander zuzuhören, im Kreis zu sitzen und zusammen zu tanzen. Das macht mir große Hoffnung für die nächsten Jahre und für die kommende Generation. Für mich ist wichtig, gerade hier im Heiligen Land die Erfahrung zu machen, es ist möglich, zusammen zu sein und die Beziehungen mit Juden, Muslimen, mit allen Menschen, auch unter Christen, zu erneuern. Eine so wertvolle Erfahrung werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Warum haben wir dieses Treffen organisiert? Wir wollen die Welt ändern und dazu müssen wir ein Risiko eingehen. Ja, es braucht Mut, aus unserer Komfortzone herauszugehen und uns um andere zu kümmern. Dieses Risiko eingehen und für andere da sein, echte Beziehungen aufbauen. Das soll zu unserem Lebensstil werden. So können wir gemeinsam die Welt verändern. Seht ihr, wie wichtig es ist, Beziehungen zu pflegen, Raum und Zeit vorzusehen, um sich kennenzulernen und einander zuzuhören. Sicherlich bleiben die Unterschiede bestehen und in gewissen Fragen wird es schwierig sein, eine Übereinstimmung zu finden. Das stimmt. Aber alles, wie wir gehört haben und erneut sehen werden, ist es wert, akzeptiert zu werden. Das haben wir schon oft erlebt, in vielen Bereichen und Kulturräumen. Deshalb begeben wir uns nun nach Großbritannien. Denn dort kommen die Angehörigen der Fokulargemeinschaft aus verschiedenen christlichen Kirchen und führen mit den Kirchen und in den Kirchen einen Dialog des Lebens. Wir wollen sie nun besser kennenlernen. Es war ein Schock. Das sind ja Katholiken. Denn bis dahin war mir das gar nicht bewusst. Es waren Christen, die mich dazu einluden, das Evangelium zu leben, also Katholiken. In meiner Familie gab es Vorbehalte gegen sie. Was sollte ich meiner Mutter heute Abend sagen, dass ich den Tag mit Katholiken verbracht habe? Alle sollen eins sein. Das Gebet Jesu um die Einheit steht im Mittelpunkt der Fokularspiritualität. Obwohl die Bewegung in der katholischen Kirche entstanden ist, haben seit den 1960er Jahren Christen verschiedener Konfessionen die Spiritualität für sich entdeckt. Leslie Ellison aus Liverpool war die erste Vertreterin einer dieser Kirchen, die einer Fokulargemeinschaft beigetreten ist. Was ist für dich als Anglikanerin das Neue an der Fokularbewegung? Das Neue. Ich erinnere mich, als ich zu Beginn das Fokular besuchte, dass wiederholt davon gesprochen wurde, das Evangelium zu leben. Es war eine echte Neuheit, dass wir das Evangelium ins Leben umsetzen konnten. Im Laufe der Jahre war es notwendig, als Christen verschiedener Konfessionen unterscheiden zu lernen zwischen dem Geschenk, das die Fokularbewegung in sich trägt, wir nennen das Charisma, und den Ausdrucksformen der katholischen Kirche, die oft als sichtbarer Aspekt der Bewegung in Erscheinung tritt. Würde die Ökumene nicht besser klappen, wenn wir aufhören würden, die anderen zu verurteilen und von ihnen zu verlangen, sich zu ändern, damit eine echte ökumenische Zusammenarbeit möglich ist? Es braucht Zeit und Raum und bessere gegenseitige Kenntnis. Darin müssen wir Zeit investieren und einander tief zuhören.
Wenn wir das tun, gelingt es uns, die Unterschiede zu verstehen. Vielleicht werden wir nie einer Meinung sein. Es wird immer Unterschiede geben, aber sie sind es wert, akzeptiert zu werden. Unterschiede sind normal. Wir unterscheiden uns alle voneinander. Die Unterschiede wertschätzen und erkennen, wie bereichernd Vielfalt sein kann. Das ist im Grunde die Erfahrung der Gemeinschaft des Männerfokulars in London. Zwei Anglikaner und drei Katholiken legen dort ein ökumenisches Zeugnis ab. Jesus hat nicht gesagt, wo zwei oder drei Heilige versammelt sind oder zwei oder drei Katholiken. Er hat das nicht präzisiert. Mir scheint, dass wir genau diese Erfahrung machen, denn im Tiefsten wissen wir uns eins, wir sind vereint. Aber ich bin immer noch Anglikaner. Nino ist immer noch Katholik, denn Einheit ist nicht Gleichförmigkeit. Das Zentrum für die Einheit ist eine Begegnungsstätte für die Fokulargemeinschaft in Großbritannien. Seit Jahrzehnten finden hier Begegnungen zwischen Christen verschiedener Konfessionen statt. Paul und Mary Gateshill wohnen in der Nähe. Mary kümmert sich um den laufenden Betrieb des Zentrums, das nicht nur den Kirchen in der Region, sondern auch der Gesellschaft offen steht, aktuell für die Betreuung ukrainischer Familien. Ich bin Anglikaner von der Kirche von England. Ich bin katholisch. Wir haben 1979 geheiratet, also vor ca. 43 Jahren. Ich glaube, unsere Erfahrung ist nicht unbedingt vergleichbar mit anderen gemischten Ehen. Wir haben uns nämlich dafür entschieden, in unseren jeweiligen Kirchen zu bleiben. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen war sicherlich, dass ich nicht zusammen mit meinen Kindern die Eucharistie empfangen konnte, weil sie katholisch erzogen worden sind. So musste ich am Sonntagmorgen oder bei anderen Gelegenheiten in eine Richtung gehen und die Kinder gingen in eine andere. Dies war sehr schmerzhaft. Ich spreche jedenfalls folgendes Gebet, wenn ich den Segen des katholischen Priesters empfange. Diese Wunde ist für mich das Kostbarste, was ich für die Einheit der Kirchen anbieten kann. Wir sind hier in der Kapelle des Zentrums für die Einheit. Das ist eine ökumenische Kapelle. Wir dachten darüber nach, was wir tun könnten, um die Einheit unter uns zu stärken und zu bezeugen. So haben wir begonnen, uns einmal in der Woche mit etwa 15 bis 20 Personen, Anglikanern, Katholiken und einem Baptisten, für einen kurzen Augenblick der Besinnung zum Singen und zum gemeinsamen Beten zu treffen. Durch die Pandemie können wir nun dieses Gebet für die Einheit von diesem Raum online in die ganze Welt hinaustragen. Jetzt beten wir online miteinander, jeden Montagabend. Wir haben keine Ahnung, wie das vor sich ging, aber es sprach sich herum. Und aktuell sind Menschen aus vielen Ländern angeschlossen. Gestern waren zum Beispiel Leute dabei aus Malta, Brüssel, Finnland, Schweden, Phoenix, Arizona in den USA, aus Russland und ganz Großbritannien. Und sie gehören verschiedenen Konfessionen an, nicht nur der anglikanischen und katholischen. Es gibt Reformierte, finnisch, griechisch und russisch-orthodoxe, Lutheraner, schwedische Lutheraner, Angehörige der Heilsarmee. Die Liste ist hier endlos. Und das ist jede Woche anders. Hallo! Was a surprise! Das Bewusstsein, eine Familie zu sein, ermöglicht es Menschen in verschiedenen Teilen der Welt, unterschiedlicher Konfessionen, Glaubensrichtungen und kultureller Hintergründe, das Trennende zu überwinden. Chiara sprach von einem Bruch unter unseren Kirchen. Sie verglich diesen Bruch mit den Spalten zwischen den Felsen in den Bergen. Sie sagte, es gibt so etwas wie einen Spalt, eine Kluft zwischen eurer und unserer Kirche. Es gilt, diese Kluft mit Liebe auszufüllen. Dort ist unser Platz, in diesem Spalt. Später merkte ich, dass es viele Trennungen gibt, denn ich habe viele Freunde in den orthodoxen Kirchen, in den lutherischen und reformierten Kirchen. Irgendwie sind wir ja alle voneinander getrennt.
Was wir unbedingt tun müssen, ist, die Liebe untereinander wachsen zu lassen, bis diese Kluften ausgefüllt sind. Es ist also die Liebe unter uns, die diese Spalten füllen muss. Genauer gesehen existieren solche Spaltungen nicht nur zwischen den Kirchen. Es gibt überall auf der Welt Kluften unter den Menschen. Es geht also darum, sie mit Liebe zu füllen. Deshalb glaube ich, dass wir unser Leben darauf ausrichten sollten, all das zu lieben, was wehtut, was anders ist, alles, was nicht zu mir gehört, all das zu lieben und wertzuschätzen. Die beiden letzten Sätze von Leslie, die wir gerade gehört haben, haben mich beeindruckt. All das zu lieben, was weh tut und auch all das, was anders ist. Aber auch zu sehen, wie die ganze Fokulargemeinschaft dort versucht, Familie zu sein, abgesehen von allen Unterschieden. Das ist sehr schön. Ich habe mich nun hierher gesetzt, nicht um auszuruhen, sondern neben mir nun sitzt Enno Dijkema. Ein Niederländer. Er hat sich schon immer für den ökumenischen Dialog eingesetzt und ist unter anderem seit einigen Jahren Co-Leiter des Centro Uno, des Sekretariats für den ökumenischen Dialog der Fokularbewegung. Enno, am 28. November 2022 hast du zusammen mit Margaret Karam, der Präsidentin der Fokularbewegung, und dem Co-Präsidenten Jesus Moran, die hier neben mir sitzen und die wir später noch zu Wort kommen lassen, sowie mit Sandra Ribeiro, die mit dir zusammen Co-Leiterin des Centro Uno ist, den Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf besucht. Wir möchten gerne etwas mehr über diese Reise erfahren. Enno, kannst du uns sagen, worum es sich beim Ökumenischen Rat der Kirchen handelt und warum er so wichtig ist? Ja, es handelt sich um eine einzigartige und fantastische Einrichtung, wo versucht wird, den ökumenischen Weg zwischen den Kirchen tagtäglich umzusetzen, auf globale und zentrale Art und Weise. Deshalb ist sie sehr wichtig. 352 Kirchen gehören dazu. Und das Schöne und Besondere ist meiner Meinung nach, dass es unter ihnen keine Autoritätsstruktur gibt, sondern dass sie echte Synodalität leben. Selbst in dieser Fragilität wächst so die Einheit von unten. Der Ökumenische Rat der Kirchen hat wichtige Dokumente der Übereinstimmung in Glaubensfragen erarbeitet und erleichtert die Zusammenarbeit zwischen den Kirchen für die Mission und für die soziale Entwicklung der Menschheit. Aus dem, was du sagst, wird auch klar, warum Chiara Lubick darin eine so wichtige Institution gesehen hat und die Freundschaft damit aus der Spiritualität heraus bestärkt hat. Was bedeutet dieser Besuch vom 28. November für dich ganz persönlich? Es war eine sehr starke Erfahrung für mich. Ich habe gesehen, dass diese Freundschaft, die, wie du gesagt hast, seit den 1960er Jahren besteht und durch Chiara Lubick begonnen wurde, neuen Schwung und eine neue Konkretheit erfahren hat. Der Besuch fand im besonderen Moment des Wechsels von einem Generalsekretär zum anderen statt. Von Ojan Sauka, der links auf dem Foto zu sehen ist, zu Jerry Pillay, dem neuen Generalsekretär. Ojan Sauka, che si vede qui sulla foto, e Jerry Pillay, che è il nuovo. Ich hatte deshalb ein wenig Angst davor, dass es vielleicht nicht gut gehen könnte, denn wir kannten Jerry Pillay überhaupt nicht. John Sauka hingegen kennt uns sehr gut und er hat auch Chiara kennengelernt. Aber es sind wirklich alle Erwartungen übertroffen worden. Denn er, der neue Generalsekretär, sagte vor dem ganzen Saal, wo wir und alle seine Mitarbeiter anwesend waren, wir wollen mit euch Hand in Hand vorangehen. Es war also sehr bedeutungsvoll.
Dies wird sich nun auch konkretisieren, denn ab Januar werden wir im Gebäude des Ökumenischen Rates der Kirchen in Genf ein Büro beziehen, um auf sichtbare Weise präsent zu sein und mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Dann kann man also sagen, dass ihr im nächsten Jahr mehr Arbeit haben werdet. Ja, das ist so. Alles Gute, Enno. Vielen Dank und frohe Weihnachten. Ich lasse bei dir das Mikrofon und gehe nun wieder auf die Bühne zurück. Denn jetzt beginnt einer der schönsten Momente des Collegamentos, die mir am meisten gefallen. Es ist jener, der uns in eure Häuser und Gemeinschaften einlädt, um einen Gruß oder einen Moment des Austausches miteinander zu teilen. Wir stehen kurz vor Weihnachten und sprechen darüber, dass Dialog entsteht, wie wir gehört haben, wenn wir uns in einer Kluft befinden und beginnen, sie mit Liebe zu füllen. Wir hören nun drei Grußbotschaften, drei Weihnachtsgrüße, die das alles miteinander in Einklang bringen. Sie kommen von der Fokular-Gemeinschaft in Kolumbien, von Dr. Muhammad Habib Chirsin, einem Muslim aus Indonesien, einem sehr engagierten Friedenskämpfer, sowie von Vinu Aran, einer Inderin und Hindu, Direktorin des Internationalen Zentrums Shanti Ashram. Diese beiden sind unter anderem seit langem mit der Fokular-Bewegung befreundet und arbeiten mit ihr zusammen. Wir grüßen euch aus Kolumbien, einem wunderschönen, multikulturellen und vielsprachigen Land voller Leben und biologischer Artenvielfalt. Seine Bewohner sind einfach und gastfreundlich. Selbst inmitten von Schwierigkeiten kann hier Leben und Geschwisterlichkeit gelingen durch Menschen und Gemeinschaften, die sich dafür einsetzen. Wir sind Profis, die die Menschen hier in den Bereichen unterstützen, in denen wir arbeiten. Wir engagieren uns politisch mit der Schule der Geschwisterlichkeit in Quimbaya. In der Arbeitswelt mit den Bauern, mit denen wir das Ziel anstreben, ein integrales soziales und kulturelles Netzwerk in Huila zu schaffen. Wir leisten Friedensarbeit durch unsere Jugendlichen, die Friedensbotschafter von Medellin. Unser Sozialzentrum Einheit in Bogota ist in den ärmsten Vierteln tätig. In der Schule Aufgehende Sonne in Tocancipá wird der Dialog als transversaler Aspekt in die Bildung einbezogen. Wir sind Jugendliche, die ihre Zeit, Fähigkeiten und Talente zur Verfügung stellen, um indigene Bevölkerungsgruppen zu begleiten, die vertrieben wurden durch den bewaffneten Konflikt, der in einigen Regionen unseres Landes immer noch vorherrscht. Allein in diesem Jahr wurden mehr als 120 soziale Führungskräfte und Menschenrechtsaktivisten umgebracht. Wir sind Familien, die an die goldene Lebensspur vom Wirken Gottes glauben. Einige von uns setzen sich für Familien in Schwierigkeiten an und nehmen Menschen auf, die in großem Leid und Verzweiflung zu uns kommen. Andere engagieren sich in Kirchengemeinden, in kirchlichen Gremien oder in der Freiwilligenarbeit. Am 20. November haben wir den 50. Jahrestag der Ankunft der Fokularbewegung in unserem Land gefeiert. Wir begingen dieses Jubiläum mit Brüdern und Schwestern aus anderen christlichen Kirchen. Auch einige muslimische Freunde waren anwesend. Wir sind euch verbunden. Frohe Weihnachten! Peace be upon you. Assalamu alaikum. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Friede sei mit euch. Es ist mir in der Tat eine große Freude, all meinen zahlreichen Freunden der Fokularbewegung zu begegnen. Hier lerne ich viel über Freundschaft, Einheit, Frieden und Gerechtigkeit für alle. Es freut mich, dass meine erste Begegnung mit dem internationalen interreligiösen Dialog bereits auf das Jahr 1976 zurückgeht, mit dem Übergang vom Dialog des Wortes zum Dialog des Handels und des gemeinsamen Fortschritts. Ich wünsche euch alles Gute für eine Zukunft des Friedens, der Gerechtigkeit und der Freundschaft in der ganzen Welt. Der Friede sei mit euch. Assalamu alaikum. Peace be upon you.
Eine meiner liebsten Kindheitserinnerungen ist das Sternsingen. Mit einer Gruppe von Kindern zogen wir in Nagaland auch bei kaltem Bergwetter umher und haben zusammen gesungen. Dabei ist mir ein Lied in Erinnerung geblieben: Freu dich, o Welt, beziehungsweise Freue dich, o Welt, dein König naht. Das wünsche ich all meinen Brüdern und Schwestern in der Fokolar-Bewegung. Frohe Weihnachten! Möge das Jahr 2023 uns die Kraft geben, dem Wunsch nach Einheit zu folgen, den Chiara uns auf so schöne Weise nahegebracht hat. Wir sind aber auch aufgerufen, konkret auf diesen Wunsch zu antworten, damit die Welt zu einem besseren, friedlicheren Ort wird, wo die Gaben der Menschheit auch tatsächlich miteinander geteilt werden können. Ich hatte schon recht, als ich sagte, einer der schönsten Momente im Collegamento, denn hier wird die Familie sichtbar, diese Gemeinschaft, die stärker wird. Wir sind nun beim letzten Teil des Collegamento angelangt und bevor wir fortfahren, erinnern wir euch daran, dass ihr es ab sofort auf dem YouTube-Kanal in den 5 Sprachen der Übertragung erneut anschauen könnt. Im Laufe der nächsten Woche stehen dann auch die verschiedenen anderen Übersetzungen zur Verfügung. Wir laden euch ein, die Website www.focolare.org sowie die sozialen Medienkanäle von Instagram und Facebook im Auge zu behalten, zum Beispiel auch die deutschsprachigen Websites, die auch hier auf der Leinwand zu sehen sind, um gemeinsam weiterzugehen und im Dialog zu stehen. Aber wir können nicht abschließen, bevor wir uns nicht ordentlich frohe Weihnachten gewünscht haben. Hier vorne, ihr seht es schon, hat sich die Bühne belebt. Hier sind Margaret Karam, die Präsidentin der Focolar-Bewegung, und Jesus Moran, der Co-Präsident. Umgeben von den Gen, also den Kindern, Teenies und jungen Leuten der Focolar-Bewegung. Das war keine zufällige Wahl, denn die bevorstehende Weihnachtszeit ist für sie alle eine besondere Zeit, weil sie sich auf wichtige Ereignisse vorbereiten. Also, Onis und Emmanuel, könnt ihr uns etwas mehr davon erzählen? Ja, an dieser Weihnacht treffen wir uns mit ganz Ostafrika, denn dort wird der erste ostafrikanische Gen-2-Kongress in Tansania, in Dar es Salaam, stattfinden. Der Titel lautet Hinter der Maske. Und an diesem Treffen wollen wir unser Engagement, das Evangelium im Licht des Charismas der Einheit zu leben, beleuchten und vertiefen. Jugendliche, Animateure und Vertreter des Internationalen Zentrums werden sich treffen und die Teilnehmer kommen aus 13 Nationen. Wir grüßen alle Gemeinschaften dort und wir wünschen einen schönen Kongress und frohe Weihnachten. Herzliche Grüße und frohe Weihnachten. Und du, Emanuele? Auch wir haben spezielle Weihnachtsferien. Hier in Italien wird es einen internationalen Schulungskurs mit etwa 160 Teenies aus 13 verschiedenen Ländern geben, dem alle mit großer Freude entgegensehen. Aus Serbien schreiben sie uns, es ist das erste Mal, dass wir an einer Gen-Schule teilnehmen. Wir werden viele Gleichaltrige treffen und gemeinsam mit ihnen Frieden erfahren. Chiara aus Italien sagt, wir können es kaum erwarten, mit so vielen anderen Jungen und Mädchen aus der ganzen Welt teilzunehmen. Es wird eine Gelegenheit sein, persönlich zu wachsen, vor allem unter dem Gesichtspunkt unserer Beziehung zu Jesus. Und wir müssen zugeben, dass wir alle sehr aufgeregt sind. Hör mal, ganz unter uns gesagt. Ich weiß, dass es auch eine Überraschung geben wird, nicht wahr? Ja, wir haben Papst Franziskus einen Brief geschrieben, in dem wir ihn um eine Audienz mit allen von diesem Schulungskurs bitten. Wir hoffen, dass dieser Traum bald in Erfüllung geht. Da drücken wir euch auch die Daumen. Und natürlich dürfen in diesem Moment sie nicht fehlen, diejenigen, die dem Jesuskind am ähnlichsten sind, die Jüngsten. Ich habe sie ein wenig in meine Nähe platziert, weil sie wirklich etwas Besonderes sind. Hier neben mir ist Maria Amata.
Auch du möchtest uns etwas erzählen, denn auch ihr bereitet etwas Spezielles für Weihnachten vor, nicht wahr? Ja, wir machen eine Aktion mit dem Titel »Es gibt keine Herberge für Jesus«. Dabei gehen wir auf die Straße, in die Kirchen und auf die Märkte, um Beiträge zu sammeln für unsere Jesuskinder. Wir machen sie selbst mit Gips, den wir anrühren und in Formen gießen. Wenn sie dann getrocknet sind, bemalen wir sie und verpacken sie. Und dann gehen wir los und verschenken sie. Ihr verschenkt sie also und erhaltet dafür einen freiwilligen Beitrag, richtig? Ja, das Geld, das wir dieses Jahr sammeln werden, geht nach Pakistan und Peru. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. In Afrika haben die Gen 4 dieselbe Aktion durchgeführt und das gesammelte Geld geht an Waisenhäuser. Und so werden sie vielen anderen Kindern helfen. Ist es wahr, dass es auch einen Zeitungsbericht über euch gab? Ja. Dass ein Artikel über euch erschienen ist? Ja, das war in Kroatien. Toll. Ja. Schenken wir Ihnen einen Applaus. Vielen Dank. Maria Amata, guck mal, siehst du dort das kleine rote Licht? Sagen wir allen, sie sollen kommen, um das Jesuskind auf den Straßen und Plätzen unserer Städte abzuholen, dass wir euch dort suchen sollen, okay? Und auch euch ein frohes Weihnachtsfest. Und jetzt, Margaret, bist du dran. Auch heute gab es viele Geschichten und Projekte, viele Erfahrungen, die auf die Herausforderungen der Welt antworten wollen. Wie bereitest du dich in diesem Zusammenhang auf das Weihnachtsfest vor, das vor der Tür steht? Mi sto preparando proprio in sintonia con quello che abbiamo sentito da Chiara. Ich bereite mich vor in Einklang mit dem, was wir von Chiara gehört haben. Weihnachten mit den Leidenden. Und es scheint mir, dass es das Schönste ist in diesem Moment, den wir aktuell erleben. Wir haben heute diesbezüglich vieles gehört. Diesmal Weihnachten dazu zu nutzen, an jene zu denken, die in der Welt am meisten leiden. Auf diese Weise bereite ich mich darauf vor. Aber in diesen Tagen, gerade gestern, habe ich mich gefragt, aber was liegt mir am Herzen? Wie fühle ich mich jetzt so kurz vor Weihnachten und was möchte ich allen bei dieser Gelegenheit sagen? Also, bin ich letzte Nacht aufgewacht und hatte etwas im Herzen, was ich tief in mir spürte. Um mich besser ausdrücken zu können, versuche ich jeweils Gedichte zu schreiben. Denn manchmal braucht man viele Worte, um das zu beschreiben, was man erlebt. Aber in einem Gedicht kann ich mit wenigen Sätzen das aussagen, was mir am Herzen liegt und mit ein paar Worten ausdrücken, was in mir ist. Ich möchte euch dieses Gebet vorlesen. Es ist ein Gebet, aber auch ein Engagement für Weihnachten. Komm, Herr Jesus, komm bald. Eine dunkle Nacht ist über uns hereingebrochen. Die Welt kann sie nicht mehr ertragen. Der Weihnachtsstern ist nicht mehr am Himmelszelt. Wer wird uns jetzt nach Bethlehem führen, zum Fürsten des Friedens? Wer kann in uns die Flammen jener glühenden Liebe neu entfachen, die wahre Kunst erfordert? Es ist Weihnachten. Komm wieder, Herr Jesus, komm erneut. Wir wollen dich empfangen wie nie zuvor. Noch mehr als bisher wollen wir dich in denen erkennen, die leiden. Più di ieri vogliamo riconoscerti in chi soffre. In den Armen, Einsamen, Verzweifelten, Kranken und Verlassenen. Nell'ammalato, nell'abbandonato. Lass uns den Hilferuf derer hören, die nicht mehr hoffen und glauben können. Mach uns zu Menschen des Friedens. Schenke uns Mut.
Gib uns die Kühnheit, wie die Engel damals, Freude, Hoffnung, Gelassenheit und Geschwisterlichkeit zu verkünden. Gioia, speranza, serenità, fraternità. Ich wünsche allen, dass wir so leben können. Frohe Weihnachten an alle. Buon Natale a tutti, Merry Christmas, Eid Milad Majid, Joyeux Noël. Jetzt kann euch auch Jesus noch seine Glückwünsche sagen. Ich sage es auf Spanisch, frohe Weihnachten mit diesem wunderschönen Gedicht von Margaret, das Schönste, bis jetzt das Schönste von allen. Tschüss euch allen. Vielen Dank. Danke, Margaret und Jesus, für diese eure Wünsche, die wir als Engagement verstehen, Weihnachten auch das ganze Jahr über zu leben und so beizutragen, die große Menschheitsfamilie aufzubauen. Und jetzt, um uns zu verabschieden und euch alle zu grüßen, stehen wir auf, um euch nahe zu sein. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Collegamento, und zwar am Samstag, den 11. März 2023 um 20 Uhr mitteleuropäische Zeit. Von Herzen unsere besten Wünsche an euch alle. Ich zähle auf drei und dann sagen wir allen frohe Weihnachten.